Wir sind wieder zurück, bei einer weiteren Folge von Echo. Echo! Und ich gehe mir danach angucken, ciao. Ciao. Ich habe selber keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ich glaube, von außen sieht's okay aus jetzt. Oh, da muss sogar noch einen runter. Ach, das wird... Ja. Okay. Ja. Boah, ist das strange einfach nur. Ja. Ja, es ist völlig... Ja. Das ist ja echt, wie das aussieht einfach. Ja, Dach ist strange. Aber hast du jetzt diese... Das ist alles Dach hier, ne? Dieses Holz, was ich alles, hier sehe. Das ist nicht... Das sind Dach. Keine Holzblöcke, das ist alles Dach. Alles Dach. Okay. Ja, gut, ich komme dann nochmal, wenn du fertig bist. Also nie. Boah, ich muss sagen, ich verliere die Lust an diesem Dach weiterzubauen. Komischerweise, ich verstehe gar nicht warum. Aber Erik, das ist wie Tom mit seinem Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Es lohnt sich dafür zu kämpfen. Ja, aber ich kriege am Ende kein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Dann würde ich ja weitermachen, aber ich krieg nur dieses beschissene Dach. Wie schmeckt eigentlich ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig? Ob das geil ist? Glaube ich nicht. Also bei aller Liebe, nee. Honig und Marmelade? Erdnussbutter und Marmelade ist geil. Pff, weiß ich nicht. Oder Ananas auf Pizza ist auch geil. Hä? Okay, pass auf, du brauchst hier nicht mit billigen Lügen kommen. Nein, das ist wirklich lecker. Hast du das schon mal gegessen? Ja. Am besten noch mit Hühnchencurry oder so? Was bist du für ein Widerling? Hä? Hühnchencurry? Was ist denn jetzt mit dir los? Bitte, Tobi, bitte hör auf. Curryhühnchen? Hä? Du bist jetzt schon unglaubwürdig. Ach komm. Das ist schon unglaubwürdig, Tobi. In Sucuk-Wurst ist Kuhscheiße, so. Hä? Das stimmt gar nicht. Nur weil deine Scheißpizza überhaupt nicht schmeckt, brauchst du ja gar nicht Sucuk-Wurst. Brauchst du ja gar nicht Sucuk rumzumachen. Alter. Wurst. Ja, ist doch deine Sucuk-Wurst. Und jetzt hier wieder Leute mit Sprachfehlern, weißt du? Oder es ist ja nicht mal ein Sprachfehler, es ist ja einfach ein Akzent. Leute, Tobi hasst Leute mit Akzent. Er kann Leute mit Akzent nicht leiden. So. Leute, die nicht unbedingt von da kommen, wo der feine Herr Tobi herkommt, weißt du? Die Bessergestellten. Im Villenviertel aufgewachsen, weißt du? Und jetzt hier schön das Proletariat niedermachen. Das Proletariat. Tobi, was ist da los? Weiß ich nicht. Ist ja schon was gewachsen? Ach, noch nicht. Ah, sieht cool aus. Außer mein Penis heute noch nicht viel. Ja gut, der ist ja ähnlich dick wie der Weizen, auf den ich gerade warte. So. Ich zimmer das hier alles mal runter, glaube ich. Ich dachte, du machst ein Dach und nicht das nächste Zimmer. Ja. Manchmal muss man Dinge hinter sich abreißen, um Neues zu erschaffen. Ja, das stimmt. Wie haben Sie sich beim Flughafen Berlin auch gedacht? Ja, ich wünschte. Da ja offenbar nur nicht. Ich glaube, die haben sich gar nichts gedacht bei dem scheiß Flughafen. Ja, gedacht, gibt es eigentlich einen Menschen in Deutschland, der dieses Projekt noch wirklich unterstützt? Also jetzt auch vielleicht in den Kommentaren. Du meinst so? Leute, die nicht mit dran verdienen? Ja, gut, die unterstützen das ja sowieso. Aber so Bürger, sag ich mal, gibt es da irgendjemanden? Boah, glaube ich nicht. Also ich kann's mir beileibe nicht vorstellen. Also es würde mich schon sehr wundern. Ja, mich nämlich auch. Deshalb, warte mal hier. Glaube ich das nicht. Wah. Ja. So, alles noch schön abgewälzt. Und dann... Da sind 11, da sind 15... Schön, da habe ich schon wieder kein Holz. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich so viel Holz in dieses Dach reinschmeiße. Also, ich mache mein Dach aus Ziegeln. Ach ja? Ja, ich will mal gucken, wie es aussieht. Wenn es scheiße aussieht, mache ich es nicht. Ich mache meins aus erneuerbaren Energien. Oh. Schön. Heißt das dann, dass AGW. Man, heißt das, dass man unter der Sonne wohnt, oder was? Weiß ich nicht. Gibt es überhaupt Dächer aus erneuerbaren Energien? Ja eben, das frage ich mich halt auch gerade. Boah, es ist echt ätzend, dann immer neues Holz zu holen, dass es so viel ist. Ist auch nicht gerade. Cool. Okay, ich muss langsam was anderes machen. Das macht mich wahnsinnig, Tom. Das macht mich einfach wahnsinnig. Mach doch nochmal Erde.
Zur Abwechslung. Ich kann ein Haus ja mal in Erde eingraben. Dass du da Spaß dran hättest, das glaube ich dir wohl. Ja, natürlich. Was unheimlich ist, wir hätten auch noch genug davon. Ja, stimmt. Easy. Ich zahle gern. Hallo, Erik. Oh, hat ein bisschen gedauert. Ja. Darf man darüber lachen? Geladen und entsichert, ja klar. Okay. Tobi? Was denn? Was machst du da gerade? Hey, ich bin in der Mine unten. Hä? Ich hab's gerade aus deiner Richtung knarzen gehört, ich schwör's. Knarzen? Hast du Knarz 4 beantragt? Alter. Nein. Achso, ich geh mal ganz kurz in die Kindertagesstätte, die haben vielleicht was für mich. Oh ja, ja, mach mal. Das wäre ganz schön. Hab die Kinder gefragt, ob sie vielleicht Spaß hätten, mir so ein kleines aus Lego, so einen kleinen Amboss zu basteln. So. Bist wieder auf Hochtouren aufgelaufen. Guck mal hier, mit ganz viel Spaß haben die einen kleinen Amboss gebastelt. Der sieht richtig lebensecht aus. Gronkh, die armen Kinder. Hä, die hatten auch Spaß. Was? Wer beschwert sich denn darüber, wenn Kinder Spaß haben? Oh, da gibt's bestimmt viele. Das macht. Ja, obwohl, ja klar. Nicht im Hof! Nicht auf dieser Wiese! Diese Wiese ist heilig. Hä, ich habe mir den Amboss ins Haus gesetzt und jetzt your house now provides 0 skill points. Per day. Hä? Ja, weil das wahrscheinlich ein Industriestück ist, ne? Und Industrie verschandelt quasi dein Haus. Okay, gut. Der muss aber auch nicht im Haus sein, sehe ich gerade. Ich kann ihn auch draußen hinstellen, sehr gut. Aber kann er da aufs Eisen zugreifen? Phrasen über Phrasen. My lord, this is too much for me. So. Was? Da komme ich nicht zum Eisen, oder? Fug. Oh. Aha. Unikiba. Ich würde das gerne da stehen lassen. Eine Schmiede wäre vielleicht auch ganz cool, wenn man so eine Schmiede baut. Ist irgendwie auch cool. Oh, Toyota Corolla! Ah, Auris! Audi A9! Okay, der passt hier überhaupt nicht hin, aber ich habe Zugriff auf alles, hoffe ich. Wer da sagt, dass ich Zugriff habe? Yo, da habe ich jetzt Zugriff auf alles, alles klar. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Tobi, jetzt geht's richtig los. Tobi? Dovi. Dovi, jetzt geht's richtig los. Alles klar. Okay. Ich bin Tello. Tello, Darkness, my old friend. Oh Gott, sag mal, was ist denn heute los? Hä, was denn? Was ist denn das heute? So, hier, dauert 3 Minuten. 45 Quadratmeter braucht man und man braucht 32 Tier 2 Materials. Oh Gott, ey, Game. Komm doch mal klar, bitte. Und das Schöne ist, ich kann mir jetzt eine Kerze craften, aber ich kann die nicht auf den Tisch stellen, aus irgendeinem Grund. Geil. Das ist doch voll super, Erik. Mhm. Scheiße, nett. Machine Shop? Was ist das denn? Fancy Toys? Combustion Engine? Ich brauche dafür nur noch 20 Lumber. Ich mach mal ganz kurz Lumber. Heinche, verpiss dich von meinem Grundstück. Die Verbrennungen sind zurückgegangen. Bitte was? Bitte was? Du meinst, der Dreck ist zurückgekommen, meinst du? Was? So bezeichnest du mich? Du hast vorhin gesagt, du hast dich gewaschen und siehst deswegen anders aus. Das heißt, jetzt bist du wieder schmutzig, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber interessiert mich denn mein Gelaber von letzter Folge, bitte? Ja gut, da hast du recht. Ja, tut mir leid. Wir sind im Jahr 2018, Erik, da kann man auch schon mal revidieren, was man vor 10 Minuten noch gesagt hat. Und noch Erfolg dabei haben. Ja, das stimmt. Man muss sich einfach gar nicht daran halten, meinst du? Ja, genau. Nice.
Okay, 2 Minuten, dann habe ich Lamba. Lamba, da, Lamba, da. So, und dann mache ich nochmal ganz kurz hier, das ist ja schon überfällig. Ja, ich brauche Stein. Scheiße. Schwack. Schwacke. Meinen Hammer gelassen. Kappa. Jetzt mal ehrlich, wo habe ich meinen Hammer? Ich habe meinen Hammer irgendwo liegen gelassen und ich weiß nicht wo. Tobi, ich weiß es nicht. Nee. Hä? Wieso kann ich denn hier nicht. Wieso kann ich hier nicht aufstampfen? Ist der Server gerade irgendwie laggy? Nein, dieses Spiel ist nicht laggy, Erik. Strange. Hä, sag mal, bin ich bescheuert oder was? Nun, Tobi, um das zu beantworten, ja. Ja, ja, das steht ja außer Frage sowieso, aber. Hä? Wieso kann ich denn hier nicht. Was ist denn hier? Ich frage mich. Liegt der noch hier drin? Alter, diese Heid hier! Wo habe ich denn? Erik, bitte jetzt komm, du hast ihn versteckt, ne? Ja, sicher. Ich habe sau viel davon, wenn ich deinen Hammer verstecke. Das mega Entertainment, was sich den Leuten gerade eröffnet hier. Gut, das ist ja nichts Neues. Willst du sagen, dass mein Channel, scheiße ist? Nee. Ach so, gut. Klang aber nicht. Ich musste doch irgendwo. Warte mal, das kann ja gar nicht. Wo soll ich denn den Hammer sonst hingetan haben? Das ist doch. Ich hab deinen. Ne? Verstehst du mich? Do you understand, wenn ich rede? Kann man sich so einen neuen Hammer craften? Nee, ne, das geht nicht. Wie kann ich denn einen Steinwill eigentlich machen? Einen Steinweg? Bitte, Erik, ich habe jetzt andere Probleme als einen scheiß Steinweg, ja? Nee, du kannst an diesem. Ich habe hier so ein Ding gebaut, da kannst du Steinwege mitmachen. Ah, ich habe meinen Hammer wieder gefunden. Achso, die klatsche ich nicht gerade mit dem Ding, sondern. Ah, ich muss die selber herstellen? Ja, wie so ein Steinstraße kannst du da quasi machen. Ein Steinweg, glaube ich, geht auch, ja. Ah, da brauchen einen anderen Stampfer für, oder was? Nee, da musst du so richtige Blöcke bauen dann. Okay, vielleicht liegt es daran. Muss ich gleich mal gucken, was das für ein Ding ist. Was ist das hier? Ach, habe ich ja schon. Schade. Tobi? Ja? Warte mal ganz kurz. Toll. Hä, wieso kommt denn hier das andere Regal dran? Pass auf. In der Kiste vor meinem Haus, wenn du willst, ist noch so ein kleines Rezeptchen drin, das kannst du lernen. Das Cooking Skill Scroll? Ja, genau. Oh, cool. Wenn du. Learn a new skill, cooking. Ja, nice. If you smell what the rock is cooking. Ja, was kocht denn der Rock jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Hat er nie gesagt, ne? Er hat sich nie ausgesprochen, was das angeht. Voll. Also. Quatsch halt die ganze Zeit nur. If you smell, lalala. Ja, gut. Wenn ich smelle, ganz ehrlich, dann muss ich mich wieder duschen. Ich finde das auch irgendwie, weißt du, dass es seinen Fans gegenüber ist, das ist sehr, sehr assi. Ja, wieso? Er sich da einfach nie auszudrücken. Er sagt seit 30 Jahren, ob man riecht, was er kocht, aber. Achso, ja, und man riecht vor allen Dingen nichts. Nee. Und was ist mit den Leuten ohne Geruchssinn? Werden die gefragt? Nein. Und das ist genau der Grund, warum du den Rock nicht mehr guckst. De-Abo. Genau. Richtig. So. Schreib's mir mal noch in die Kommentare. Ich muss. Brauchst du dein Research Table gerade? Nee, kannst du gerne benutzen. Alles klar, mach ich. Brauchst du ihn gerade oder was? Nein. Also. Mit Hammer und Meißel. Danke.
So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann ziehe ich, hier ist das andere Bücherregal. Vielleicht kann ich das da reinziehen jetzt, von wo auch immer das liegt. ist immer schwierig, wenn man alles schön sortiert halten will, ist immer schwierig, weil die ganzen Items immer irgendwo landen. Da gibt es halt auch so viele, ne? Das Spiel macht es eigentlich einfach. So. Heiderdaus, oh Heiderdaus. Hello darkness, my old friend. Ich bin doch nur ein leeres Hemd. Lala, Freunde habe ich leider nicht. Ich glaube, es liegt an meinem Gesicht. So. So, okay. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig davon, oder? Zu wenig Lumba. Komm, wir tanzen Lumbada. Kennst du noch von früher die Kinderserie Timon und Lumba? Mann, das habe ich letztes Mal auch gebracht. Echt? Voll geil, ja. Ach du Scheiße. Mann, Tobi, voll gut. Wir sind auf einem Witzlevel. Ja gut, ich mache dich ja auch in allem nach. Das, ne? Ja, klar. Das kriege ich oft, gesagt von den Zuschauern, die natürlich recht haben. Ja, echt? Achso, ja, in was denn zum Beispiel? Nur damit ich mir wieder toll vorkommen kann. In Pizza Connection zum Beispiel. Ich habe heute eine Folge Pizza Connection, die dritte natürlich schon. Ach, Pizza Connection, dass du vor mir angefangen hast, da machst du mich nach. Ja, ja, genau, das habe ich heute auch, das fand ich auch sehr lustig. Ich habe das letzte Woche Montag gestreamt und habe heute in der dritten Folge, die ich auf YouTube rausgehauen habe, die Nachricht bekommen, nur weil Gronkh das gespielt hat, spielst du das jetzt auch? Ja, zu Recht aber, wie du weißt, ne, zu Recht. Abtreibung hätte da sehr geholfen. Hallo, liebe Eltern. Mein Name ist Tobias Volk und ich möchte Ihnen mein Programm vorstellen. Heute reden wir mal über Abtreibung. Ja, warum nicht? Ja, ist aber echt. Also manche Leute einfach nur... Ach ja, jeder kennt sie. Jeder. Oh, die Mühle geht nicht mehr, die Mill. Weil ich keine 18 Tier 1 Materials mehr habe, geht die Mill nicht mehr. Alles klar. Und die Sawmill geht auch nicht mehr, weil ich keine Tier 1 Materials mehr habe. Ah nee, weil der Raum, glaube ich, offen ist. Das heißt, sie kann gar nicht weitermachen gerade. Ich habe gerade noch was in the making. Hä, ich verstehe das nicht. Sag mal. Fug. Das ist nicht geil. Ich. Oh, jetzt muss ich erstmal. Oh Mann, das ist doch elend. Jetzt muss ich erstmal alles provisorisch wieder dicht klöppeln. Na, das Dach mache ich jetzt nicht. Nee, würde ich auch nicht machen, so eine Scheiße, Tobi. Das ist echt, also ich rall's nicht. Du musst mir das bei Gelegenheit irgendwann mal zeigen, wenn du Zeit hast. Ja, ich würde sagen gerne, aber das wäre gelogen. Ja, einfach nur mal kurz den Ansatz. Das Bauen ist ja kein, das muss ich ja selber machen, klar, aber ich verstehe den Ansatz nicht. Ich habe das jetzt zwar übereinander gebaut, aber es ging einfach nicht, keine Ahnung. Das ist aber auch kacke. Nee, das ist super, Erik. Wir sind nur zu dumm. Ja, ja gut, das stimmt natürlich. So, ganz kurz. Exotischer Salat. Oh Gott, was kann ich alles bauen? Vegetable Stuffed Turkey. Alter, gestopfter Truthahn, Tobi. Ja, also, ja, ist sicherlich lecker, aber... Und vor allem, der bietet fast alles. 7 Carbs, 9 Proteine, 9 Fett und 7 Vitamine. Eigentlich cool. Hast du noch? Hier unten hast du doch bestimmt noch irgendwo Dingens hier. Ach, da hinten, alles klar. Nee, schon gut. Meat Stock? A meaty stock made from the flesh of animals. Meat Stock? Aus Scrap Meat. Meat Stock soll bedeuten, also halt einfach, dass du, ne, den Stock kennenlernst, verstehst du? Achso, Meatstock. Ah ja, jetzt verstehe ich. Ist wie Woodstock, nur mit Meat. Also genau. Treffen, quasi. Oder halt, wenn du dir Stöcke leihen willst. Das wäre dann die deutsche Variante. Meatstock.de. Hängt die Platte, oder was? Okay, 100 kostet mich 20, mach mal 100 Scrap Meat. Dauert leider ein bisschen. Oder mache ich Meatstock. Und dann kann ich daraus nämlich richtig schönes Fleisch anbraten, was nicht billig auf dem Lagerfeuer zubereitet ist, Tobi, sondern hochwertig. Hochwertig. Geil. Das ist doch das, was wir wollen. Natürlich. Ne? Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Ich ficke gerne Fleisch. Was? 100 Pro gibt's Leute, die das schon gemacht haben.
Ja, da gibt's bei Domian gibt's doch diesen einen Typen. Ich weiß bei Domian nie, ob das real ist, ne? Mit seiner Met-Puppe da, oder was? Ja, der sieht immer das Met und dann das Loch da rein und dann gib ihn. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sieht, also... Vor allem, was sagt der 50 Kilo Met-Frau, macht er sich immer, ne? Irgendwie sowas, ja. Okay, die Frage ist, wie lange hält so eine Met-Frau? Kühlt er die hinterher auch? Also hat er dafür einen Kühlschrank, wo er quasi alles rausgenommen hat und legt die Met-Frau rein, weil, wenn er die nicht kühlt, hält die vielleicht 2 Tage, dann ist sie ja schon grau. Die Met-Frau. Ne? Aber ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Hör auf, jetzt Überraschungseier zu essen, Tobi. Mm-mm. Hör jetzt auf. Die mit dem beschissenen Eis. Enttäuschung ist das, Enttäuschung. Jedenfalls, der muss doch, also weiß ich nicht, wenn er das nicht regelmäßig irgendwie fachgerecht entsorgt, der muss doch so viele Fliegenprobleme haben, oder? Ich meine, du bist ja vom Fach, was das angeht. Also, ich baue da sich aus den Fliegenleichen auch eine Frau. Was meinst du? Nee, komm, weißt du, ganz ehrlich. Was? Nee, vielleicht baut er sich aus den Fliegen, aus den Toten auch wieder eine Frau. Aber jetzt wollte ich diese dann vielleicht Klobias. Das ist aber schon eine witzige Idee. Ich wünschte, die ist für mir eingefallen. Schon sehr originell. Eine Fliegenflau, ja. Fliegenflau. Ich bin eine Fliegenflau. Eine Fliegenfrau, die Klobias heißt, das findest du geil? Schon. Ach so. Was ist eigentlich mit unserer Bodenverschmutzung, mit der harten, die wir hier haben? Bin ich natürlich schon drauf eingegangen, Tobi. Ah, okay. Hast du noch mal gecheckt auch? Nee. Ist ja nix. Tja. Ja, wir haben einen sauberen, einen klinisch reinen Boden. Noch. Das heißt ja nicht, dass es immer so bleibt. Aber ganz ehrlich, deine Mühe hat sich echt bezahlt gemacht. Vielen Dank dafür. Ja. Kann man ja ruhig mal sagen. Da stehe ich mit meinem Namen. So. Hä, wo hat er das denn? Mann, der speichert manchmal die Sachen irgendwo da, wo er sie gar nicht speichern soll. Ich verstehe das nicht. Ist ein Krampf immer, ey. Was ist denn da schon wieder, Tobi? Was ist denn mit dem Speicher? Hä, nee, warte mal jetzt. Tobi? Sag's doch mal. Ich habe gerade Kopper gemacht und dieses Kopper ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Das müsste auch in der Truhe sein, oder? Guck mal, Collect. Hat ihn nach grünem Inventory. Müsste es nicht in der Truhe sein? Ja. Aber nee, es ist noch in diesem Plastfurnace geblieben irgendwie, keine Ahnung. Oh, okay. Oh, okay, das wird schon schön, glaube ich. Was ist das für ein Krampf, hör mal? Ich weiß auch nicht, Tobias. Man weiß ja auch nie, was man bekommt, nicht? Ja. Früher war das einfacher, da gab's nicht so viel. Nur Holz, ne? Danke fürs Fahren. Pass auf. Was ist los? Ich mach da jetzt was. Ich muss was essen. Was machst du denn Schönes? Mechanics? Ich klaue mir jetzt dein Ding hier. Was tust du? Was genau tust du? Ja, ich will das tun. Was genau tust du, Tobi? Tween. Order! Hä, ich kann... Och, guck bitte, jetzt kann ich das nicht ordern, weil ich keinen scheiß Zugriff auf deinen Tisch habe, oder was? Hä? Oh. Du hast keinen Zugriff? Ich kann hier nichts bauen, leider. Lies mal unten ganz kurz, was ich gestartet habe gerade. Crispy Bacon Project. Das ist unsere Band. Das Crispy Bacon Project. Ach so. Und danach noch Meatstock. Okay. Du hast keinen Zugriff auf das Ding hier, oder was? Ja, doch. Warte mal, aber... Hä, wieso? Das hab ich doch... Ich hab doch gerade hier ein Buch gehabt, was 10 Eisen und 10 Dings gebraucht hat. Wieso kann ich das jetzt... Wo ist das? Hier. Ach, da brauche ich Mechanics für. Als allererstes. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, da fängt es auch schon wieder gut an. Willkommen in meiner Welt. Aber ich habe dieses Rad, das kann ich... Oder hast du ein Mechanics-Buch schon gebaut irgendwann mal? Nee, ich glaube nicht. Oder warte. Ich guck mal in der Bibliothek hier, Tobi. Guck mal, hier ist die Bibliothek. Ach, wie geil.
Du bist ja eingefroren gerade. Bricklaying, Lumber, Tailoring. Doch, Mechanics Skill. Ja, alles cool. Alles klar. Super. Gönn dir. Lerne ich das mal eben. Lassen Sie mich mal bitte durch, danke. In Ihrer Maus. So, was denn? Geh mal auf Seite in deiner Maus gerade. Oh, Crispy Bacon. Was hat Crispy Bacon überhaupt für Eigenschaften? Ist das ein Schauspieler? Ja. Crispy Bacon? Gibt es nicht einen hier, Crispy Bacon? Weiß ich also, nicht. Ich glaube, es gibt wirklich so einen, der Crispy Bacon sich nennt. Okay. Ja, 18, keine Ahnung. 18 Protein, 400, 14 Fett und 800 Kalorien. Ja, wie gut. Hast du mich gerade genannt? Kalorien habe ich dich genannt. Karl-Urin. Ich dachte schon, jetzt kommt Karl-Urin. Der Karl-Urin. Aber Karl-Urin ist auch... ist irgendwie schlimmer, weiß ich nicht. Oh, ich wollte was essen. Anstrengende Penner. Sagt Mama auch immer. So, verbranntes Fleisch für 550 Kalorien. Das wird sich bald alles enden. Ja. Sag mal, wo ist meine Schubkarre, Mann? Hä, ist das deine? Nee, das Nein, ist meine. Also, deine ist schon wieder rot so. Bei mir. Ich kann da schon wieder gar nichts mitmachen. Achso, nee, ist die zweite vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt. Ja, ist doch egal. Sie ist rot. Ich wollte dich nur anschreien. Steht 2 Minuten auf seinem Grundstück, ist ihm so. Weißt du? So. Das ist all mein. Hast du gerade? Hast du gerade einen Baum gefällt? Hast du einen Baum das Leben genommen? Du hast ihn getötet, Erik? Getötet? Nein. Er wird ewig in meinem Haus weiterleben. Oder am Lager. Oder an einem Stuhl. Das ist ja gut. Was war das denn, Alter? Wow! Alle die da drüben? Alter, hier ist der Baum gerade voll wegexplodiert. Echt? Ja. Mal gucken, was mit dem hier passiert. Ach, weil ich die erste Reihe mache gerade wahrscheinlich. Mal gucken, was mit dem hier... Den kann ich jetzt. Mal gucken, was passiert. Komm, Tobi, drück mir die Daumen. Es wird mir schon wieder spannend. Alter, was ist laut gerade? Ich hab mich voll erschrocken. Alter, aua, auf den Kopf, Alter. Kannst du das nochmal machen? Ich hol die Kamera raus. Hilfe. Hey, der Baum wackelt. Ja, der lag gerade noch auf mir. Ja gut, das ist der arme Baum. Was? Wäre besser als umgekehrt. So. Ja, der geht. Und ich habe nicht die Blätter gepflückt vorher. Oh, ist das schlecht? Nö, nee, überhaupt nicht. Wir haben mehr als genug Samen. Okay. So. Oh, dankeschön. Das ist sehr lieb. Lass mich raten, du musst gleich mit nach Hause. Ein bisschen was vielleicht. So. Aber ich meine, wir machen erstmal dein Holz. Lager voll. Hupala. Ja, alles gut, alles gut. Wo kommt denn das hin? Ins Holzlager. Was denn? Das heißt Holzlager, was soll ich denn da sagen? Ja, wann ist das hier oder was? Da wo, ich glaube jetzt, da wo jetzt die Steine drin sind, ich habe keine Ahnung mehr. Eins von den Lagern heißt Holzlager. Hier steht Lager Holz. Ja, ja. Dann wird das sein. Aber der packt ja alles immer sonst wo rein. Ja, es wäre schön, wenn man überall sagen könnte, Output da rein, ne? Das wäre irgendwie viel praktischer. Es wäre einfacher auf jeden Fall. Ja. So. Pulp. Pulp brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Jetzt haben wir ja genug Pulp. So. Gut. Wieso hat er das Lammer mitgenommen? Na. So, der hat schon wieder Lammer mitgenommen. Lass das doch mal. So. So.
Ich muss es dann eh gleich weiterverarbeiten. Zum Leckeren. Gestein. Was? 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 Was labert der immer? Worum geht's? So, Lamba, 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 Lamba. Huch. Lamba. Lamba. Jetzt kann ich den Baum hier nicht hacken. Lamba de Janeiro. Und wieso nutze ich noch immer meine Steinaxt? Ja, ich müsste mir auch mal eine Eisenaxt machen, langsam. Hey, du hast doch bestimmt auch eine gekriegt. Als ich eben Holzhacken quasi gelernt habe, habe ich eine Eisenaxt gekriegt. Habe ich eine? Ich weiß es gar nicht. Ja, muss. Muss mal schauen. Muss, Alter! So. Was, schon alles weg? Cool. Ah, hier, hier ist ja. Was. So. Ach, da oben ist auch noch Lumba. Lumba, Lumba, ja, my lord, Lumba, ja. Ich mach das hier mal weg und während ich das hier wegmache, ja, während das, ja. Während ich das hier wegmache, muss ich dir schon wieder sagen, dass du keinen Bock mehr hast, weiter aufzunehmen, weil dir deine Zuschauer völlig egal sind. Aber, Alter, weißt du, zwischen den Folgen noch, ja, wir müssen gucken, dass wir die Folgen kurz haben, ein bisschen kürzer halten, weißt du? Ja, weil du musst ja gleich noch eine aufnehmen, heimlich auch. Vor allem, ganz kurz, das habe ich mir irgendwie nicht so richtig überlegt. Oder du? Wenn du jetzt nach den Folgen aufnimmst, spoilerst du dich nicht schon in den nächsten Folgen, was passiert ist? Nee, die haue ich ja dann ein bisschen später erst raus. Es geht ja im Grunde genommen nur darum, dass die Folgen bei dir und bei mir die gleiche Nummer irgendwann haben wird. Aber ja. Ich werde es vorerst so machen, dass ich die Nummer in einer Klammer hinschreibe, die eigentlich jetzt richtig dran ist. Aber dann würdest du auch morgen die Folgen schon alle einen vorziehen, einen Tag, oder? Nee, geht ja erst am Dienstag los. Und morgen, dann kommt bei mir einfach morgen erstmal nichts. Okay, gut. Geht jetzt nicht anders, weil ich kann jetzt nicht dann irgendwie drei Single-Folgen aufnehmen, wie du schon sagst, sondern spoilere ich einfach mal alles, was wir hier gemacht haben. Habe ich nämlich vorher auch nicht überlegt. Also vielleicht nehme ich eine Folge auf und mache eine Let's Show von deinem Haus. Ja, okay. So sieht es bei Gronkh in drei Folgen aus. Huch, hä? Wie ist denn, guck mal, hier ist auch Pulp. Wie ist das hier geflogen? Cool, danke. Ist mit dem Baum was passiert? Ich weiß, wo liegt der Baum? Weil das war ziemlich wenig Holz, oder? Ja, und da hinten ist auch Pulp. Hä? Das ist auch frisch. Ich glaube, hier muss ein Ast hingeflogen sein. Da muss der Baum aber doch auch noch hier irgendwo sein, oder? Ne, die Bäume waren alle unten. Das waren, glaube ich, alle. Aber, okay. Aber die Äste sind irgendwie... Ja. Pff, krass. Krasser Baum. Krass. Explosion. Und da oben ist auch noch Pulp drauf. Hä? Auf meiner Werkbank oder hinter meiner Werkbank ist auch noch Pulp drauf. Geil. Was ist denn mit dem Baum los? Warum eskalieren die hier so? Voll die Laggy Trees, Mann. So, okay, pass auf. Ich pflanze mal schnell ein und dann machen wir ein kleines Päuschenende. Folgenende. Päuschen, also weißt du. Bitte, Erik, bitte. Was hast du denn schon wieder? Mann, konzentrier dich doch mal. Machen wir ein Pausenende und machen dem gleich weiter auf. So. Ich weiß, nee. Was denn? Nee, schon gut. Nee, sag mal bitte, Tobi, jetzt muss auch rausgehen. Ich habe gerade etwas überlegt, aber das ist schon so. Hä, wie? Dein Ernst? Nee, meine Überlegung. Wir haben schon mal mit dir drüber gesprochen, du sollst das lassen mit dem Überlegen. Ach so. Nee, sag mal, was denn? Nee, ich habe gerade noch mal auf mein Dach geguckt, damit ich irgendwas anderes da mache. Also auf mein Dach, was noch nicht vorhanden ist. Ah, okay. Aber ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich einfach nur so einen Rosettenkranz da mache. Ja, wie hier bei der Fabrik, ne? Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen sehr strange. Dach ist strange. Stranger Dach. Und da oben halt nur, ach, ich weiß nicht. Da oben halt nur alles aus Holz machen. Das Dach bei dir sieht schon ganz cool aus, also finde ich. Naja, ich bin noch nicht so wirklich richtig zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Naja, mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Ich bin froh, dass ich gerade erstmal nichts damit zu tun habe. So, wie sieht's hier aus? Ach, der macht noch Bacon. Eine Minute lang und dann 4 Minuten lang das andere Zeug. Alles klar. Ja, wie sieht's bei dir aus? Pausen? Also Pausen? Wir können gerne Pausen-Putin machen, ja? Machen wir kurz einen Pausen-Putin. Alles klar. Gut, ja, dann. Alles klar, ey. Ja, dann sagen der Heinti und ich Tschüss für heute.
Tschüss. Was ist denn? Oh, Alter. Voll die Augsburger Puppenkiste. Tschüss, mach's gut. So wackelt wie so ein Idiot. Ey. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Eggel. Tschüss. Eggel. Tschüss.